Ja, von mir auch. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Ein herzliches Dankeschön an Stefan und möchte Sie ganz herzlich begrüßen. Meine Vorgabe für diesen Vortrag ist Gott sei Dank immer sehr schön breit, kryptisch benannt, Neurooftalmologie. Natürlich kann ich in der vorgegebenen Zeit nicht die gesamte Neurooftalmologie abdecken und entsprechend suche ich mir jedes Jahr ein Thema aus, das ich besonders interessant, spannend, vielleicht mit sozusagen neuen Erkenntnissen in den letzten Jahren gefunden habe. Und dieses Jahr ist das das Thema der retrograden transsynaptischen Degeneration der Sehbahn. Bevor Sie jetzt denken, oh Gott, das klingt alles sehr kompliziert und komplex und ist denn das klinisch relevant? Also komplex, da werden wir jetzt gemeinsam sozusagen Schritt für Schritt vorgehen, um das Thema der Sehbahn eben jetzt nicht komplex zu machen und nachvollziehbar und klinisch relevant. Darauf werde ich in dem Vortrag dann auch eingehen und darauf hinkommen, dass es tatsächlich eine klinische Relevanz hat. Zunächst die Wiederholung für uns alle, die Sehbahn und hier die wesentlichsten Eigenschaften der neuroanatomischen Strukturen der Sehbahn. Hier sehen wir zunächst von oben betrachtet die Sehbahn und hier eben die, sage ich mal, wesentlichen Aspekte jetzt für uns als Neurooftalmologen, nämlich das dritte und vierte Neuron. Wir alle wissen, dass die Sehbahn aus dem ersten Neuron den Photorezeptoren, dem zweiten Neuron den Bipolarzellen, dem dritten Neuron den Ganglienzellen und dem vierten Neuron der Sehstrahlung aufgebaut ist. Das dritte Neuron, die Ganglienzellen, sind Teil der Netzhaut und ihre Nervenfasern, Axone bündeln sich und verlassen dann in der Papille das Auge und verlaufen dann im Sehnerv entlang. Und zwar, wie wir hier am rechten Auge jetzt angezeigt sehen, in Rot die Nervenfasern der temporalen Netzhaut, in Blau die Nervenfasern der nasalen Netzhaut. Die verlaufen gemeinsam und dann kommen wir hier zum Chiasma opticum. Und im Chiasma opticum sehen wir, dass die temporalen Nervenfasern ipsilateral weiter verlaufen bis zum Corpus geniculatum laterale. Das ist die Umschaltung. Station, dann zum vierten Neuron. Im Vergleich dazu die Fasern, welche von den Ganglienzellen der nasalen Netzhaut kommen, kreuzen im Chiasma opticum, gehen auf die kontralaterale Seite und verlaufen dann hier weiter bis zum Corpus geniculatum laterale. Und daran schließt dann das vierte Neuron der Sehstrahlung. Das heißt also, wir haben ab dem Chiasma opticum Fasern von beiden Augen, die dann gemeinsam verlaufen, hier in der rechten Sehbahn die temporalen Fasern vom rechten Auge und die nasalen Fasern vom linken Auge und in der linken Sehbahn verlaufen die temporalen Fasern des linken Auges gemeinsam mit den nasalen Fasern des rechten Auges. Wir alle wissen, dass wenn ich eine Läsion habe hier in der hinteren Sehbahn rechts, dies dann zu Gesichtsfeldausfallfällen zur kontralateralen Seite, also nach links, führt. Und wenn wir uns jetzt hier die Sehbahn nochmal anschauen, sozusagen einen Sagittalschnitt jetzt durch das Gehirn, dann sehen wir, dass die Nervenfasern, die von der oberen Netzhaut kommen, auch in der oberen Sehbahn weiter verlaufen. Die Nervenfasern aus der unteren Netzhaut verlaufen unten. Und wenn wir einen Defekt haben im Bereich der oberen, hinteren Sehbahn, dann haben wir einen Gesichtsfeldausfall wieder zur anderen Seite hin nach unten.
Das sind hier so die wesentlichen Strukturen, die wir uns in Erinnerung rufen. Weitere Eigenschaften, die jetzt auch für den weiteren Vortrag sehr wichtig sind, sind der Verlauf der Nervenfasern in der Retina. Ich denke, das ist allen eigentlich bewusst, dass wir hier aus der temporalen Netzhauthälfte, und hier immer, muss man immer sich nochmal in Erinnerung rufen, die Unterteilung ist genau sozusagen, läuft durch die Makula, also temporal der Makula haben wir die temporale Netzhauthälfte, nasal der Makula die nasale Netzhauthälfte. Die Fasern aus der temporalen Netzhauthälfte verlaufen bogenförmig. Wir sehen das hier auch nochmal ganz schön. Also hier dieser bogenförmige Verlauf der temporalen Fasern, die eben auch nicht die horizontale Rafe hier überschreiten. Also aus der unteren Netzhauthälfte verlaufen sie bogenförmig unten und gelangen dann treten inferior in die Papille ein. Und die Fasern aus der superioren Netzhaut verlaufen bogenförmig in der oberen Netzhauthälfte und treten hier dann superior in die Netzhaut ein. Die Fasern, die aus der nasalen Netzhauthälfte kommen, das sind die des papillomakulären Bündels, also hier zwischen der Makula und der Papille, die eben hier verlaufen. Und die Fasern, die radiär aus der nasalen Netzhaut nasal in die Papille eintreten. Was versteht man unter retrograder transsynaptischer Degeneration? Wir alle können uns aus dem Studium sicherlich noch erinnern, die anterograde Degeneration oder Wallersche Degeneration, bei der es bei einer Schädigung einer Nervenzelle dann im weiteren Verlauf, also des Axons, vom Auge jetzt gesprochen, also von der Ganglienzelle aus gesprochen, in Richtung Axon zu einer Degeneration kommt. Von einer retrograden Degeneration spricht man dann, wenn ich eine Schädigung in einem Axon habe und proximal davon eine Degeneration stattfindet, also sprich vom Gehirn Richtung Auge gehend. Diese beschreibt eben dann diese pathologische Veränderung im Axon, und bei dieser retrograden Degeneration können wir unterscheiden zwischen einer direkten retrograden Degeneration, das heißt also wir befinden uns hier in dieser Nervenzelle, in dem Axon, wir haben die Läsion und proximal davon kommt es zu degenerativen Erscheinungen. Transsynaptisch heißt, dass diese Degeneration tatsächlich auf das davorliegende Neuron überspringt. Das heißt also, wenn wir uns jetzt hier nochmal in der Sehbahn befinden und hier einen Schaden im vierten Neuron haben, dass wir hier diese Degeneration tatsächlich im Corpus geniculatum laterale dann sozusagen weiter fortschreitet und auf das dritte Neuron übergeht. Solche transsynaptischen retrograden Degenerationen wurden schon sehr früh beschrieben, vor allem bei frühkindlichen Schädigungen der hinteren Sehbahn. Also hier gibt es histologische Untersuchungen aus dem frühen 20. Jahrhundert, teilweise sogar Ende 19. Jahrhundert, die nachweisen konnten, dass Schädigungen, die sehr früh in der Entwicklung aufgetreten sind, dass die zu so einer transsynaptischen retrograden Degeneration führen können. Und letztendlich, was bedeutet das sozusagen im Klartext in der Klinik, ist, ich habe eine Läsion in der hinteren Sehbahn, ich habe zum Beispiel einen Tumor in der Sehstrahlung, der im frühen Kindesalter aufgetreten ist, und ich sehe bei diesem Kind oder später dann im Erwachsenenalter eine blasse Papille, also eine Atrophie der Papille. Was bei erworbenen Läsionen bis vor einiger Zeit als Kenntnisstand nicht möglich war oder so beschrieben wurde, dass das in der Regel eben bei frühkindlichen Läsionen auftritt, aber bei später erworbenen Läsionen nicht. Das ist auch so, wie ich es noch in meiner Ausbildung gelernt hatte.
Bei diesen frühkindlichen, bei so einer frühkindlichen Schädigung gab es einige interessante Fallberichte aus den 70er Jahren mit den damals möglichen Möglichkeiten einer Darstellung, was die Folge einer solchen retrograden Degeneration ist, wenn wir uns das jetzt nochmal überlegen. Also wir haben einen Schaden in der hinteren Sehbahn und wenn der sich dann transsynaptisch retrograd ausbreitet, auf die Ganglienzelle, auf das Axon der Ganglienzelle und die Ganglienzelle selber, dann ist die Überlegung, was sehe ich dann am Fundus. Und hier gibt es schöne Arbeiten von Hoyt und auch von Herrn Professor Kommerell, mein erster Mentor noch in Freiburg, die zeigen konnten, dass man tatsächlich bei rotfreien Aufnahmen eine Atrophie sieht am Fundus. Hier muss ich das noch mal genauer zeigen. Die Abbildungsqualität ist nicht besonders gut, aber wenn wir uns jetzt einmal überlegen, wir haben einen Schaden der hinteren Sehbahn rechts, dann würde ich erwarten, dass die temporalen Nervenfasern, also die Fasern der temporalen Netzhaut am rechten Auge und auch die Ganglienzellen atrophiert sind. Und als Pendant dazu am linken Auge die Nervenfasern der nasalen Netzhaut atrophiert sein müssen. Und was man jetzt hier erkennt, ist, dass dieser Bereich jetzt hier temporal von der Makula, also von der Fovea, sehr dunkel erscheint im Vergleich zu dem Bereich hier. Und das kommt dadurch zustande, dass eben diese hellen Reflexe der Nervenfasern hier eben nicht vorhanden sind und das bedingt ist durch die Atrophie dieser Nervenfasern in diesem Bereich und der Ganglienzellen. Und auf der linken Seite, am kontralateralen Auge, würde ich eben erwarten, dass ich das Ganze nasal sehe. Und hier sieht man das auch angedeutet. Wenn wir jetzt hier nochmal schauen, hier in dem Bereich der Fovea und dann temporal davon, sehen wir dieses Glitzern der Nervenfasern. Im Vergleich dazu, im Bereich des papillomakulären Bündels, ist es relativ dunkel. Und die nasale Netzhauthälfte oder die nasalen Fasern, die hier an der nasalen Seite in die Papille einziehen, die bleibt eben auch dunkel. Also das ist natürlich in der rotfreien Aufnahme noch besser zu erkennen. Aber das waren die ersten Aufnahmen, die das eben bei Patienten gezeigt haben. Aber wie gesagt, auch hier nur bei Patienten, die Schädigung sehr früh aufwiesen. Was erwartet man bei der Papille jetzt im Rahmen einer solchen Degeneration? An der kontralateralen Papille, muss ich nochmal durchüberlegen, ist es ja so, dass wir den Ausfall des papillomakulären Bündels haben und den Ausfall der Nervenfasern, die nasal eintreten. Und das führt letztendlich zu einer sogenannten Bowtie-Atrophie. Hier sehen wir das ja nochmal schematisch, die nasalen Fasern hier im papillomakulären Bündel und die nasal eintreten. Wenn die atrophieren, dann sieht man eben eine Blässe der Papille, die der sogenannten also Bowtie-Atrophie, also einer Fliegenstruktur letztendlich entspricht. Am ipsilateralen Auge ist es ja so, dass die temporalen Nervenfasern atrophieren und die, nochmal zur Erinnerung, treten ja vor allem superior und inferior ein. Das heißt, hier an dieser Papille würde ich eine Atrophie vor allem superior, inferior, meistens ist das doch auch eher diffus atrophisch wahrzunehmen, sehen und zum Teil sieht man auch eine verstärkte Exkavation, aber in dem Fall eben hochoval. Jetzt
haben wir natürlich mittlerweile ganz andere Möglichkeiten, diese Atrophierung sowohl der Nervenfasern als auch der Ganglienzellen nachzuweisen mit Hilfe des OCTs. Und entsprechend haben sich verschiedene Forschungsgruppen in den letzten Jahren die Frage gestellt, wie ist es nun bei erworbenen Läsionen? Kommt hier diese retrograde transsynaptische Degeneration nicht doch auch vor? Und wenn ja, sehen wir entsprechende Defekte der RNFL und der Ganglienzellschicht? Und hier möchte ich zunächst einige Fallbeispiele und Fallserien zeigen und ganz am Ende noch auf eine größere retrospektive Studie eingehen, die erst kürzlich erschienen ist. Die erste Studie, die ich hier zeige, hatte knapp 12 Patienten, der hat einen retrospektiven Anteil und einen zweiten Anteil, der prospektiv war, wo man einige Patienten dann letztendlich prospektiv auch mehrfach untersucht hat. Letztendlich ist die Aussage, dass bei diesen 11 Patienten, die wir hier aufgelistet haben, die alle einen Insult der hinteren Sehbahn hatten, und die dann kurz nach dem Insult am Tag, also hier der Insult war an Tag 0, kurz danach wurden die Patienten untersucht und dann in weiterer Folge wurde die Untersuchung wiederholt, hier über mehrere Tage, dass diese Patienten eine Reduktion der RNFL aufweisen. Hier sehen wir eindeutig sozusagen die Abnahme der RNFL innerhalb des, hier sind wir ja bei 300 Tagen, also innerhalb vor allem der ersten Monate nach dem Ereignis, das zu sehen ist. Im Verlauf nimmt die RNFL auch noch weiter ab, aber nicht mehr so steil. Ein Aspekt, den wir bedenken müssen, ist die Frage, ob so ein RNFL-Untergang, ob der tatsächlich jetzt im Verlauf der Zeit dem geschuldet ist, dass wir hier diese Schädigung haben oder ob das nicht auch der natürliche Prozess sein könnte. Wir alle wissen, dass im Laufe des Lebens die RNFL-Dicke abnimmt. Dazu hier noch einmal das Schema. Die RNFL-Dicke nimmt je nach Studien zwischen 0,1 und 0,3 Mikrometer pro Jahr ab. Das heißt, das ist wesentlich weniger, als es hier in dieser Studie nachgewiesen werden konnte. Dass die beiden Kurven nicht sehr, sehr unterschiedlich steil sind, liegt vor allem daran, dass wir hier den Verlauf über viele Jahre aufgezeigt haben und hier den Verlauf über Tage. Aber also man konnte eindeutig nachweisen, dass es hier zu einer pathologischen Atrophierung nach dem Insult kam. Und hier eine weitere Darstellung aus dieser Studie, die nochmal zeigt, dass gerade in den ersten Wochen und Monaten nach dem Insult, also eine starke Atrophie der RNFL nachweisbar war, die dann sich langsam im Zeitverlauf dann stabilisierte. Wesentlich spannender finde ich das Thema, was sieht man an den Ganglienzellen am hinteren Pol. Und hierzu gibt es auch sehr eindrückliche, schöne Fallberichte aus den letzten Jahren. Dieser Fallbericht zum Beispiel hier wurde erst kürzlich 2022 veröffentlicht. Wir sehen hier zunächst also auf der linken Seite okzipital einen Tumor. Ein okzipitaler Tumor links macht einen Gesichtsfeldausfall nach rechts, wie wir wissen. Und wenn ich diese Läsion auf der linken Seite habe, würde ich erwarten, dass am linken Auge die temporalen Fasern und Ganglienzellen der temporalen Netzhauthälfte atrophieren und am rechten Auge die Ganglienzellen der nasalen Netzhauthälfte. Und so sieht man das hier auch. Wenn wir uns hier das rechte und das linke Auge anschauen, dann sehen wir hier am linken Auge, also sozusagen ipsilateral zur Läsion, sehen wir, wie der Donut,
im Bereich also der Ganglienzellen hier stark angeknabbert ist und wir hier eindeutig diese vertikal begrenzte Atrophie sehen von der temporalen Netzhaut, von der temporalen, also der Ganglienschicht der temporalen Netzhauthälfte. Und am rechten Auge sehen wir das Pendant dazu im Bereich der nasalen Netzhauthälfte. Ein weiterer Fall, hier ein Patient mit einem Tumor oder einer Zustand nach Tumor, Tumorresektion eines Astrozytoms im Bereich des Okzipitalhirns. Und wir sehen, wenn wir hier den Sagittalschnitt sehen, sehen wir bereits, dass wir uns eigentlich im oberen Teil der Sehbahn befinden müssen. Wenn wir jetzt hier uns die axialen Bilder anschauen, dann sehen wir hier unten, dass die Läsion rechtshemisphärisch liegt. Das heißt, eine rechtshemisphärische Läsion macht einen Gesichtsfeldausfall nach links und die Läsion ist im oberen Teil der Sehbahn, das heißt, die Gesichtsfeldausfälle bestehen nach unten. Sehen wir das Korrelat an der Ganglienzellschicht? Ja, hier auch wieder sehr eindrücklich. Wir haben die Läsion ja auf der rechten Seite, das heißt, am rechten Auge würde ich die temporale Atrophie erwarten und dem ist auch so, das ist hier zu erkennen. Dieser angeknabberte Donut und wir sehen hier auch sehr schön wirklich diese Quadranten, also die Einhaltung des Quadranten sowohl vertikal als auch horizontal und am kontralateralen, am linken Auge sehen wir, dass ich diese Atrophie im nasalen Bereich der Netzhaut habe. Hier unten noch mal genauer dargestellt, hier mit sozusagen eine Mikrometeranzahl der Ganglienzelldicke. Normalerweise ist es ja so, dass die Dicke der Ganglienzellschicht sowohl nasal als auch temporal von der Foveola sehr ähnlich ist, intraindividuell, also bei einem Individuum und von oben und unten auch relative Symmetrie aufweist. Das heißt also, diese Reduktion hier oben zeigt auch eindeutig einen pathologischen Befund. Und hier sehen wir auch noch mal die Deviation Map, also im Vergleich zur Normbevölkerung sieht man hier auch diese Defekte im oberen Quadranten. Hier noch ein weiteres eindrückliches Beispiel einer erworbenen Läsion, und zwar hier wiederum ein Tumor in der hinteren Sehbahn. Wir sehen, dass er rechtsseitig ist und entsprechend sehen wir hier die Gesichtsfeldausfälle auf die linke Seite. Die untere Sehbahn ist etwas stärker betroffen als die obere Sehbahn, deswegen haben wir die Gesichtsfeldausfälle auch dominierend im oberen Bereich und etwas weniger im unteren Bereich. Und entsprechend dieser Gesichtsfeldausfälle wiederum sehen wir hier das Beispiel der OCT-Aufnahme des hinteren Pols. Und wir sehen auch hier wieder eindeutig die Atrophie am rechten ipsilateralen Auge, sehen wir die Atrophie temporal unten und am linken kontralateralen Auge dann nasal unten. Ein weiteres interessantes Beispiel, das ich noch zeigen wollte, ist dieses hier. Das ist ein Patient, der bei paroxysmalem Vorhofflimmern multiple posteriore Insultgeschehen aufwies. Nach so einem Insult kam es akut zu einem Gesichtsfeldausfall nach rechts im oberen Quadranten. Und diese Aufnahmen hier zeigen uns das OCT 3 Jahre nach diesem Geschehen. Wir haben den Gesichtsfeldausfall hier nach rechts oben und entsprechend sehen wir
also das war genau rechts oben, wir sehen links, letztendlich ist, war die Läsion linkshemisphärisch und wir sehen dann entsprechend am linken Auge temporal unten die Atrophierung der Ganglienzellschicht und am rechten Auge dann nasal unten. Das sind die Papillen zu diesem Patient. Und wenn wir uns nur diese anschauen, dann würde man sagen, naja, da sieht man eigentlich nichts. Eventuell sieht Herr Martin etwas. Das könnte hier eventuell links temporal unten vielleicht ein leichter Knick sozusagen, eine Einschränkung. Aber ansonsten müsste man sagen, also die Isn't-Regel ist befolgt. Der Nervenfaserransaum scheint überall intakt zu sehen. Und tatsächlich, wenn man sich die Analyse hier nochmal anschaut, dann sieht man nur kleine Bereiche, wo die RNFL reduziert ist. Und hier unten ist nochmal aufgezeigt, das rechte und das linke Auge sind hier übereinander gelegt. Rechts ist die durchgehende Linie und links die gestrichelte. Und da sieht man bis auf den kleinen Knick hier inferior eigentlich eine ganz normale RNFL-Dickenmessung. Und das ist, das werden wir in der nächsten Studie gleich schon sehen, das ist nicht ein Einzelfall, also dass man eindeutig in der Ganglienzellschichtmessung eine Atrophie, einen pathologischen Befund hat und die RNFL das eben nicht wiedergibt. Kürzlich ist die erste größere Studie dazu erschienen, auch retrospektiv, aber eine Studie, bei der zum einen Patienten mit einer retrogenikulären Läsion untersucht wurden und Patienten mit einer Traktusläsion, also sozusagen eine Frage nach einer retrograden Degeneration, aber in dem einen Fall transsynaptisch und in dem zweiten Fall direkte retrograde Degeneration. Und das waren alles Patienten, die entweder eine Neoplasie hatten oder ein Insult geschehen. Es wurde zum einen die RNFL gemessen. Und zum anderen die makuläre Ganglienzellschichtdicke analysiert. Was man hier gemacht hat, ist, dass man ein Verhältnis oder eine Ratio gemessen hat zwischen der ipsilateralen Ganglienzellschichtdicke im Verhältnis zur kontralateralen, also an einem Auge, also an die makuläre Ganglienzellschichtdicke, einmal temporal der Makula und einmal temporal der Fovea und einmal nasal. Beim Gesunden ist das Verhältnis circa 1 und wenn ich aber eben temporal eine Reduktion habe, dann ist das Verhältnis unter 1 und hier wurde ein Schwellenwert von kleiner gleich 0,9 genommen, um dann zu sagen, okay, hier liegt eine Pathologie vor und das als pathologisch dann zu werten. Die Ergebnisse zeigten bei prägenikulären Läsionen in 94% eine reduzierte Ganglienzellschichtdicke. Das heißt also hier ohne diese transsynaptische Degeneration, also bei direkte Degeneration war sozusagen einem sehr hohen Anteil an Patienten nachweisbar, aber auch in 65% der Patienten mit einer retrogenikulären Läsion hat man diese Atrophie der GCL gesehen. Hier sehen wir ein solches Beispiel. Hier ist es auch nochmal hier mit der Wärmekarte dargestellt und man sieht sehr schön hier auch wiederum vertikal diese Mittellinienbegrenzung und wir sehen ipsilateral diese temporale Atrophie und kontralateral die nasale Atrophie. Der gleiche Patient hat hier diese RNFL gezeigt und wurde eben auch als Beispiel gezeigt von den
30% der Patienten, die hier untersucht wurden, die zwar eine Hemiatrophie der GCL aufwiesen, aber keine messbare RNFL-Reduktion zeigten. Also doch ein relativ großer Anteil, sodass man letztendlich sagen muss, hier zeigt sich die GCL-Dickenmessung sensitiver. In 7% der Patienten, 7% war es so, dass die RNFL pathologisch war und die GCL normal. Hier auch eine schöne Darstellung. Hier muss ich aber dazu sagen, das ist einer der Patienten mit einer präganglionären Schädigung. Aber man sieht sehr schön, 10 Tage nach Insult sieht man hier noch eine normale Dicke der GCL-Schicht und 3 Monate später sieht man hier eben auch wieder diese typische vertikal begrenzte Atrophie. Bei prägenikulären Läsionen zeigte sich im Schnitt eben eine Atrophierung bereits nach 1 Monat. Bei retrogenikulären Läsionen war das erst später der Fall, was man sich auch gut vorstellen kann, dass sozusagen diese transsynaptische Degeneration einfach längere Zeit braucht. Hier sieht man noch einmal hier oben die Patienten mit einer prägenikulären Läsion. Hier ist die RNFL aufgezeigt und hier sieht man diesen RNFL-Abfall, der aber ähnlich dem der GCL-Atrophierung sich darstellte, bereits innerhalb der ersten paar Monate. Im Vergleich dazu bei den transsynaptischen Schädigungen zeigte sich der Verlust der GCL erst nach circa 5 Monaten. Also hier haben wir die GCL-Schichtdickenmessung relativ stabil und erst dann im weiteren Verlauf, wo wir dann eben hier bei circa 5 bis 10 Monaten sind, kommt es dann zu einer Atrophierung. Ganz zum Schluss möchte ich noch kurz darauf eingehen, dass auch bereits 2 Studien habe ich gefunden dazu, also Studien gemacht wurden zur OCTA bei einer erworbenen Läsion. Und auch hier sieht man Veränderungen, wenn ich eine erworbene Läsion habe. Zum Beispiel hier dieser Patient, eine Läsion in der rechten Sehstrahlung. Wenn wir hier davon ausgehen, dass es eben sozusagen der Normalbefund bei der OCTA, normale kapilläre Durchblutung, dann sehen wir hier am rechten Auge, bei dem wir ja davon ausgehen, dass ich eine Atrophie der temporalen Nervenfasern habe, dass sozusagen hier im superioren und auch inferioren Bereich letztendlich die Durchblutung ausgedünnt ist und am kontralateralen Auge, wo ich dann mittelfristig auch die Bowtie-Atrophie erwarten würde, also sprich vor allem im nasalen Bereich eine Atrophierung ist, man dann entsprechend auch hier im nasalen Bereich eine Durchblutungsminderung nachweisen konnte. Das heißt, ich möchte zusammenfassen, ja, es gibt die retrograde transsynaptische Degeneration bei erworbenen Läsionen, das heißt also bei erworbenen Läsionen der hinteren Sehbahn, das heißt also die alten Lehrbücher, in denen drin steht, dass man das nur bei frühkindlichen Schäden sieht, die stimmen insofern nicht mehr, dass wir es jetzt auch eindeutig mit den uns jetzt zur Verfügung stehenden Untersuchungsmethoden eben nachweisen können. Es kommt zu einer, ich denke, wie man hier gesehen hat, in den Beispielen recht eindrücklichen homonymen Hemiatrophie der Ganglienzellen. Interessanterweise zeigt sich die Ganglienzellenmessung meist sensitiver als die Messung der RNFL.
Woran das liegen mag, ist bisher zu spekulieren. Zum einen liegt es sicherlich daran, dass wir in der RNFL eben auch viele Gefäße haben, die das Ergebnis verfälschen können. Zum anderen kann es sein, dass auch eine Atrophie sozusagen verfälscht werden kann durch eine Schwellung von Axonen und dadurch eine Normalisierung der RNFL stattfinden kann. Dann gibt es auch Anomalien im Nervenfaserverlauf, sodass es dass das eventuell auch eben zu Fehlmessungen führen kann. Letztendlich muss man sagen, dass die Kombination der beiden Analysen sicherlich sinnvoll ist, um hier so eine Atrophie nachzuweisen. Bezüglich der Kinetik sind sicherlich prospektive Studien notwendig. Diese eine Studie hat ja gezeigt, dass wir erst nach im Schnitt 5 Monaten eine Atrophie sehen. Eine frühere Fallserie ist eher davon ausgegangen, dass man das recht früh erkennt. Das bleibt sicherlich abzuwarten, was hier zukünftige Studien zeigen. Für uns in der Klinik, denke ich, ist es sicherlich sozusagen hilfreich, diese Messung durchzuführen, auch im Sinne der Prognose von Gesichtsfeldausfällen und auch Rückbildungen, die natürlich für die betroffenen Patienten sehr wichtig ist. Und damit möchte ich mich bedanken.